So ihr Lieben, weiter geht's mit einem neuen Video hier in Russian Fishing 4. Heute sind wir ja am Wolcho und am Wolcho kann man nicht nur fantastisch angeln, am Wolcho gehen wir auch shoppen. Also ihr Lieben, legen wir los, gehen wir hier erstmal shoppen mit dem Spinning und Stipp Account. Das heißt, der Junge hier ist endlich vom Spinning Level. Och, guck mal hier, mittlerweile auch schon 61. Ab 60 kann man ja die Schwimmwobbler, die Topwater verwenden. Hier ist es. Und die Köder, die kaufen wir uns erstmal, denn die Köder sind die richtig geilen Dinger fürs Hechtangeln. Und die will ich. Die geilen Hechte, die will ich. Ein paar habe ich gerade schon gefangen. Da war ich jetzt gerade auch mit den Blinkern unterwegs. Hier am Wolcho. Und ja, ich habe hier schon welche mit 3 Kilo. Die werden erstmal schön aufgehoben. Falls da nochmal ein Kaffeeauftrag reinkommt, dann direkt abgeben die 3 Kilo Hechte. Aber jetzt erstmal reingehen und shoppen. Ah, ja, der Fische kloppen hier, Alter. Der ist mittlerweile Level 23. Wie gesagt, jetzt 61% in Spinfishing drin. 1400 Silber. Ich hoffe, das reicht. Denn zum Spinfishing und zum Kauf der Köder kommt, beziehungsweise der Hardbaits, der Topwater, Wobbler und ähnliches, Blinker, kommt ja immer noch der Kauf der Drillinge. Uff, und die sind halt richtig teuer, ne? Also da so ein richtig hochwertiger, stabiler Drilling, am besten noch mit so roten Puscheln dran und so weiter. Das kostet halt ordentlich Kohle. Und deswegen müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht nicht alles an Kohle hier raushauen. Und ich schau mal eben rein hier bei den Oberflächenwobblern, bam, da sind sie. Und welche jetzt hier so die wichtigen sind und welche wir als erstes kaufen. Also, schauen wir mal rein hier. Wir fangen, glaube ich, mal oben an. Wir fangen mal oben an. Welche Köder sind wichtig und welche... Und zwar konzentriere ich mich jetzt anfangs erstmal nur auf Köder für Hecht. Hecht, vielleicht auch noch Rapfen. Wenn ich den hier gerade sehe, hier haben wir schon einen ganz klassischen Rapfen-Topwater, der immer wieder ganz gut funktioniert. Den hatte ich jetzt gerade noch gesehen. Aber hauptsächlich gehe ich tatsächlich, also erstmal nehme ich die hier. Und hier nehme ich tatsächlich auch alle. Ich denke, ich werde mir nicht für alle jetzt gleich gekauften Köder sofort zweimal einen neuen hochwertigen Puschelhaken kaufen. Achte darauf, wenn ihr die Köder mit den normalen Standardhaken verwendet. Diese Haken sind überhaupt nicht strapazierfähig, sagen wir es mal so. Die sind wirklich hart an der Belastungsgrenze. Wenn da mal ein dicker, fetter Hecht reinrasselt, habt ihr unten in der Action Bar hier drin, habt ihr in der Regel die Anzeige, also die Belastungsanzeige in der Action Bar, spiegelt eigentlich eher den Haken wieder und weniger das gesamte Set oder das Vorfach oder sowas. Da ist man ja eh in der Regel mit einem fetten Stahlvorfach unterwegs. Und wie gesagt, die Action ist in der Regel auf dem Haken, wenn das hier so ein Kindergartenhaken ist, also wirklich sowas Kleines, alles Fizzeliges, noch schlimmer hier, solche Kandidaten, diese Low-Budget-Dinger, wo man schon sieht, Alter, die sind nur irgendwie aus dem Draht irgendwie rausgezogen. Also die Dinger, Katastrophe. Deshalb, wenn ihr mit normalen Haken ins Spinning, ins Jiggen dann reingeht oder ins Gieren, dann vorsichtiger die Bremse einstellen, also weiter die Bremse runterstellen und da dann erstmal langsam rantasten.
Und ganz gefährlich, wenn ihr die Köder wechselt zwischen Tophaken, also Köder mit Tophaken und Köder ohne Tophaken, dann kann wirklich der Abriss passieren. Nichtsdestotrotz werde ich mir nicht zu allen die Haken leisten können. Das werde ich Stück für Stück nachkaufen. Aber ich denke, ich werde mir so 4 bis 6 Haken in den passenden Größen kaufen. Ich gönne mir allerdings tatsächlich jetzt erstmal hiervon komplett alle. Warum? Einfach zum Testen. Einfach zum Testen, zum Ausprobieren. Und die sind, ja, ich sag mal, mittelgroß. Die kann man ganz gut verwenden. Die, auch den hier zum Beispiel, den hatte ich auch schon am Koori verwendet. Darauf auch schon Hechte gefangen mit dem Hauptaccount. Dann gönne ich mir allerdings auch hier den mit 14 Gramm 11 Zentimeter. Den richtig großen Topwater. Wir wollen ja auch die großen Hechte. Auch da gönne ich mir jetzt hier alle Farben komplett. Wenn ihr sagt, okay, ich will lieber Low-Budget drangehen oder ich habe einfach gerade nicht die Kohle. Ich glaube, ich würde den gelben nehmen, den roten nehmen und dir also die 3, die 4, die 5 erstmal als Basic damit rumprobieren. Dann vielleicht nochmal den dunklen dazu. Die 3 oder vielleicht erstmal die 2. Dann noch irgendwann mal den dunklen dazu. Den vielleicht noch dazu und zum Schluss hier diesen und diesen. Aber das sind so die wichtigsten. Also 1, 2, 3, 4, 5, so ungefähr. Stück für Stück reingehen. Oder halt einfach genauso, wie ich das jetzt gemacht habe. Ich habe einfach noch ein bisschen länger am Belaya geangelt, habe mir noch ein bisschen Silber zusammengefarmt, hatte jetzt ja gerade 1400 Silber und gönne mir jetzt erst mit einem Mal alles. So, haben wir. Also, den Oryk Popper 11, den Oryk, den Joe Fisherman, den Fat Back, Oryk Walker, nehme ich glaube ich auch nochmal mit, Gewicht 10 Gramm, Gewicht ist mir eigentlich wurscht, kann ich ja die Medium Light Route verwenden, die ich habe, oder zum anderen, verwende ich dann einfach hier die Super Duty. Also von daher ist mir das Gewicht relativ wurscht. Hier wäre es mir halt schon angenehmer, weil einfach hier mehr Tragfähigkeit drauf ist. Aber im Großen und Ganzen könnte ich mit beiden Routen hier die Köder auswerfen. Deswegen passt das, da muss ich nicht so sehr drauf achten. Also gehen wir nochmal rein. Kunstköder, Oberflächenköder. 21 Gramm. Das ist... War das der oder der? Ich glaube, der Hopper 9. Das müsste schon der Große sein, ja. Der Große. Da gönne ich mir... Soll ich da auch mal alle nehmen? Ich meine, so teuer sind die auch wieder nicht. Komm. Gönnen wir uns auch mit 21 Gramm. So. Der hier würde mich auch interessieren, weil die auch so geil aussehen, Alter. Und die habe ich auch mit dem Hauptaccount habe ich noch nie verwendet. Guck mal, wie die geil aussehen. Das, das ist auch mal ein geiler Popper, Alter. Schön. Geiles Ding, ey. Ja, sowas wäre doch mal, ne, wenn die mal alle so schick wären. Soll ich mir die gönnen? Ich weiß es noch nicht. Auch die haben funktioniert, aber das sind halt wirklich die UL, ne? 3 Gramm leicht. Die kann man auch am Belaya mal verwenden. Oder die hier erstmal. Was sagt denn jetzt das Budget? Rechnen wir mal eben aus. Wir haben hier 38,50 mal 7 Stück. Da sind wir bei 270 Tacken. Könnte noch passen. Und hier sind wir bei 37 mal. Da sind wir auch bei, sagen wir, 215. Da sind wir bei 500. Alter, da bin ich aber blank, ey. Nee, das ist zu viel. Das ist zu viel. Ich muss ja noch ein bisschen was für Kohle holen. Und die Angry Walker, liebe Leute, davon gibt es 10 Stück. Die sind auch noch echt gut, ey. Angry Walker. Guck mal, die sehen auch ziemlich geil aus, ne? Ganz wilde Dinger, ey. Die hatte ich auf dem Main auch lange verwendet, am Ladoga. Aber bis zum Ladoga habe ich da noch ein bisschen Zeit. Aber die sollen auch an der Festung gehen zwischendurch immer wieder, ne? 13 Gramm, ey. Uff. Komm, ich nehme erstmal die jetzt. Geh vielleicht einfach ein bisschen
auf Hecht. Und wenn ich dann die nächsten, keine Ahnung, 500 Silber oder so damit zusammengefarmt habe, dann hole ich mir nochmal die Angry Walker in einem Schub. Und jetzt gönne ich mir... Achso, übrigens, Angry Walker, die sind, hier steht's dran, die haben ein S da dran, ne? Das sind Topwater, also während der Führung an der Oberfläche. Und sobald man die Führung aufhört, also eine kurze Pause macht, sinken die ab. Die haben das S, also sinkende Köder, ne? Auch da dann drauf aufpassen, wie ihr die führen wollt. Die schwimmen an der Oberfläche, die schwimmen an der Oberfläche, die FFF, die schwimmen auch alle an der Oberfläche. Die auch, ich nehme jetzt die mal. Ich nehme mir jetzt erstmal die. So. Und dann hole ich mir jetzt 6, das wären 12. Einserhaken riesig, Haken nochmal eben durchchecken, Einserhaken riesig, sogar Fünferhaken riesig könnte hier, Einserhaken, Zweierhaken und Einserhaken, Einserhaken riesig, wäre glaube ich okay, die kosten auch wieder so viel, ey, leck mich fett, ich werde richtig blank gezogen hier, ey. Kunstköder-Oberflächen, die können auch Einserhaken riesig vertragen. Dann habe ich also erstmal den Haken definiert. Das heißt, ich verwende und ich nehme nicht, da spare ich mir nochmal ein bisschen was, ich nehme den hier für 29 oder ja, hier für 30 Tacken. Zwölf Stück. Ich habe 43 Silber, Alter. Absolut kranker Scheiß. Aber ich habe ja noch ein paar Hechte im Kescher. Das, das war gerade die Überlegung zwischendrin. Alter, gehe ich jetzt wirklich auf Null? Ich gehe ja nicht auf Null. Ich habe ja hier noch, siehste, zack, die nächsten 100 Silber schon wieder drin. Und wenn da noch ein Hechtauftrag gleich kommt, dann ist das sogar noch schöner. Und ich verwende jetzt als erstes planlos, weil das ist immer das geilste Angeln, planlos angeln, selber ausprobieren, selber testen. Das ist das, was geil ist und was Spaß macht. Ich teste jetzt Kunstköder. Alter, hier sind sie alle. Ha! Sehr, sehr geil. Ich teste jetzt hier diese 9. Diese 9. Und die kriegen erstmal alle den schönen Haken. So, und danach wird rausgeballert. Ach, ist das schön. Warum jetzt, wie gesagt, den Haken? Einfach, damit es stabiler ist. Ich will hier nicht diesen komischen roten Drahthaken da haben. Dazu kommt, wenn man einen Köder mal hat und man ist vielleicht mit der Leitrute unterwegs oder mit der Medium-Leitrute und man ist so wurfmäßig, also wurfgewichtsmäßig im Grenzbereich, kann man mit einem größeren Haken das Gewicht des Köders natürlich einfach ein bisschen erhöhen. Und dadurch hat man dann einfach mal vielleicht ein idealeres Wurfgewicht vom Köder, kann damit ein bisschen weiter auswerfen. Und dann zahlt es sich im Idealfall auch noch aus. So, Spinning-Route ist draußen. Dann gucken wir hier nochmal eben bei den Kunstködern, machen wir die, weil wir die jetzt gleich alle verwenden. Machen wir da mal überall ein Sternchen noch rein, dass ich die auch gleich alle mal durchtesten kann. Die Uhrzeit ist, glaube ich, gerade ganz gut. Das Wetter ist, glaube ich, gerade top fürs Hechtangeln. So. Und diese 6, die verwenden wir jetzt gleich. Guck mal, hier haben wir sie. Wunderbar. Fangen wir an mit dem Einser. Wie gesagt, noch nie verwendet. Puschelhaken sind drauf. 11 Gramm schwer. Perfekt. Ich hoffe, das passt. Ich werfe mal eben ganz aus. Ja, Wurfgewicht ist tatsächlich, dadurch, dass ich ja hier 14 Gramm Wurfgewicht habe, 13, waren das 13? 11,5 Gramm auf der Rolle. Also die sind nicht so ideal zu werfen,
Aber mit der Route geht's. Und dann geht es halt los bei den, oder was ich halt gerne mache, bei den Topwatern relativ langsam durchgieren. Hier unten habt ihr das Gieren stehen. Das heißt, gar nicht so hart durchziehen. Und dann aber auch mal gucken, wie verhält sich der Köder an der Oberfläche, was macht er genau, wie schnell. Hier haben wir jetzt auch noch die Strömung. Das Gewässer zieht halt nach links hier weg. Und das heißt, ich gehe, jetzt war ich bei 12, manchmal giere ich auch mit 10 sogar nur durch. Ich gehe mal jetzt hier auf eine 20. Ich ziehe nochmal eben rein hier. Bisschen weiter werfen, mehr auch Richtung Schilf. So, das sieht auch ganz gut aus. Man kann ihn jetzt natürlich ein bisschen treiben lassen. Der ist ja jetzt an der Oberfläche. Gerne auch am Belaya sowas machen, ein bisschen treiben lassen. Wenn die Strömung da ist, einfach ausnutzen. Der Köder schwimmt da jetzt. Wenn es ein top laufender Köder ist, triggert das Aufprallen an der Oberfläche schon den Biss. Und dann den Winkel hier ein bisschen flacher. Nicht so einen krassen rechten Winkel. Und dann hier so ziehen. Dann ballert ihr den Topwater mit riesen Abständen über die Oberfläche. Lieber so ein bisschen flacher vom Winkel. Und dann so kleine Hopser machen. Zapp, 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 zapp. Genau. Und wenn das so läuft, guck mal, jetzt zieht er sich immer wieder ein bisschen zurück auch noch durch die Strömung. Hops, da so rum. So ist das schon ganz gut. Und dann auch hier wieder, wie bei den anderen, Angelmethoden, so auf dem letzten Meter. Vielleicht nochmal ein bisschen liegen lassen, bevor ihr dann ganz reinzieht. Aber auch gar nicht zu lange warten. Also gerade wenn die Schnur halt schon fast eingekurbelt ist, komplett, dann sollte da ganz selten überhaupt noch was passieren. So, und hier das Gleiche. Ich hatte gerade einige Bisse auf dem Blinker, der eher ein bisschen golden war. Vielleicht kriegen wir das gleich mit einem etwas goldenen Köder hin. Ich glaube, ich kann noch ein bisschen schneller machen hier. Den werfen wir nochmal aus. Ja, und das ist dann das Topwater-Angeln halt, ne? Topwater, wie gesagt, ideal, also wirklich gut für Hecht. Geht auch immer wieder ganz gut für Rapfen. Ambelaya auch, wie gesagt, durchaus möglich. Da natürlich drauf achten. Auch da die ganz kleinen Topwater sind da gefragt. Hier nicht mit solchen riesen Klumpen da reinschmeißen und dann wundern, dass da nichts geht. So, den haben wir. Einser, jetzt kommt der dritte. Ja, ich teste die Farm jetzt einfach durch. Wie gesagt, das sind Köder, die ich nicht kenne. Mit denen ich noch nicht geangelt habe. Und nichts anderes macht man eigentlich auch ständig halt, ne? Beim Spinning allgemein. Köder testen. Und wenn man einen hat, der lübt, dann zieht man halt einfach mal ein bisschen durch damit. So geht das. Auch noch nicht. Vielleicht sind die auch komplett Mist. Das wäre ja der Oberhammer, oder? Ich gönne mir hier erstmal die schlechtesten Topwater und wundere mich, dass da nichts drauf geht. Das wäre richtig der Burner, ey. Glaube ich aber nicht. Man hat auch ab und zu mal wieder, das war so vor ein paar Wochen, waren zum Beispiel diese Anfängerspinner am Level 30 Gewässer an der Tunguska. Wurden damit auf einmal irgendwelche geilen Brocken gefangen. Weißt du, da denkst du dann auch, Alter, Qualität irgendwie ein Sternchen nur, wenn man sich das so im Shop anschaut. Also übelste Qualität. Aber dann wurden damit die dicken Trophys an der Tunguska gefangen. Passiert halt auch immer mal wieder, ne? Aber das scheint hier tatsächlich nicht der Burner zu sein. Und dann haben wir jetzt auch schon gleich den letzten. Theoretisch müsste man jetzt ja einen Referenz-Wobbler haben. Man könnte ja auch einfach sagen, Alter, hast du Lack gesoffen? Hier gibt es überhaupt kein Echt.
Hier gibt es überhaupt keine Hechtealgen. Doch, gibt's ja. Hier sind sie ja. Alle hier gefangen gerade. Okay, ich habe die Wobbler durch. Die sind komplett kacke. nehmen wir mal einen von... nehmen wir mal einen von denen hier. Bremse wieder ein bisschen runter, weil da ist jetzt der schlechte Haken drauf. Oh, erstmal fliegt der schon mal weiter. Das ist ja sehr angenehm. Erstmal fliegt der weiter. Das heißt, ich kann mich gleich weiter hier hinstellen und in einen steileren Winkel ranwerfen. Das ist schon mal gut. Ach ja, ach ja, ach ja. Und dann ballern hier die Hechte rein oder auch nicht, ey. Ist das der Hammer. Eigentlich bin ich ganz gierig, mit den Topwatern sofort zum Kuori zu fahren. Sofort zum Kuori. Dort mit den Topwatern. Zack, siehst du, da geht einer rein. Wenn es auch erstmal nur ein kleiner ist, aber... Karadadam! Der erste Winzlingshecht auf Topwater-Achievement. Kuori-Algen auf dem Kuori oder am Kuori mit dem Topwater auf Hecht. Das ist so mein großes Ziel. Und natürlich auch an der alten Festung, Alter. Alte Festung, Topwater. Und da rausziehen. Ich freue mich schon drauf. Ah, das wird wild, ey. Und ich bin sehr gespannt. Also ich werde das jetzt in den nächsten Tagen vermehrt machen. Wir haben jetzt, also mit dem Verkauf der Fische, die ich jetzt gerade habe, haben wir also ungefähr 140 Silber. Und dann gucken wir mal, wie viel Kohle da jetzt so in den nächsten Tagen reinkommt. Wie gesagt, das hauptsächliche Angeln wird jetzt hier demnächst auch noch weiter auf Hecht sein. Damit ich das Setup, das nächste Setup erstmal komplett habe. Stippen habe ich die Tage jetzt probiert. Übrigens, wenn ihr Bock habt auf Stippen, gucken wir mal eben rein. Der Velizius, der alte Bänger, hatte noch geschrieben hier. Genau, Güster Spot. Das mal so für nebenbei. An der alten Festung 24,50, 6 bis 8 Meter. Entweder auf Grund mit dem Regenwurm, 10er bis 16er Haken oder mit der Stippe, 1,05 Meter Tauchtiefe. Genau, auch da 6 bis 8 Meter, also nicht so wirklich weit rauswerfen. Vielleicht bin ich zu wenig weit rausgekommen. Ich habe leider alles gefangen mit dem Regenwurm und leider nur zwei Güster. Aber für mich war da nicht so es hat halt einfach nicht gereicht. Also für mich, vielleicht hätte ich Futtermische, Güstermische reinwerfen müssen. Er hat allerdings auch ohne Mische da gefangen und auch gut gefangen. In Windeseile. Vielleicht muss ich das nochmal ein bisschen länger testen. Oder das Wetter war verkehrt. Irgendwas stimmte bei mir auf jeden Fall nicht. Ja, aber das wäre halt nochmal so ein Spot für alle, die da schön an der alten Festung vielleicht gerade unterwegs sind. Vielleicht vom Level her noch gar nicht so weit sind. Und Bock haben, ein paar Güster zu fangen. So, roter Topwater. Schön aggressiv für den Hecht. Und dann durchziehen hier. Jetzt haben wir natürlich gerade die Mittagszeit. Das wird ein bisschen schwierig. Vielleicht gucken wir gleich einfach nochmal kurz rein, wie es in den Abendstunden aussieht. Und dann gucken wir einfach mal, ob da was gegangen ist und ob da was geht in den Abendstunden. Und ja, dann verkaufen wir den Kescher und freuen uns. Bis gleich. So, die klassische Hechtzeit hat angefangen. Wir haben es nach 18 Uhr und ich stehe jetzt hier an einer etwas anderen Stelle. Und zwar... Oh, ah! Und zwar, hier vorne ist der Anleger. Also ich habe mich quasi nur ein wenig umgestellt. Nicht hier gegen die Strömung, sondern mit der Strömung. Macht sofort einen besseren Eindruck. Und das, was jetzt gerade passiert ist,
ist etwas, was häufiger mal passieren kann beim Hechtangeln mit dem Topwater. Das heißt, wenn wir uns das gleich nochmal angucken, was denn da passiert, wenn da so ein Hecht reinsteigt. Ich ziehe den Köder mal ein bisschen näher. Jetzt hier mit der Strömung bin ich natürlich ein bisschen schneller unterwegs von der Einholgeschwindigkeit. So, jetzt haben wir ja hier den Köder. Zack. Genau, im Blick. Das heißt, der Köder schwimmt an der Oberfläche. Er treibt jetzt hier so schön ran oder wird halt wunderbar durchgegiert. Der Hecht steigt von oben auf, schnappt sich den Köder und ihr giert die ganze Zeit. Und dadurch kommt es ganz schnell zu Ausschlitzern, die noch nicht mal als Ausschlitzer irgendwie markiert sind im Chat, sondern der ist einfach wieder weg. Als ob er nicht mal richtig gebissen hat. Es war nur so ein Zuppler am Köder. Dadurch, dass ihr da schön in der Gierung, in der Führung drin seid, merkt man nur, hoppala, da war einer. Aber er hat ihn halt nicht gepackt. Das Problem ist, der Hecht kommt aus der Tiefe an die Oberfläche, beißt und muss sich erst umdrehen und dann abziehen. Und eigentlich ist erst dann, wenn er abzieht, dann habt ihr ihn richtig dran. Das heißt, beste Möglichkeit, das zu vermeiden, dass da dieser Auslutscher, dieses Rausfluppen passiert. Bremse schön locker machen, also richtig locker. Und dann geht der Hecht rein, der ballert rein, im Idealfall ein großer. Dann lasst ihr ihn ein bisschen ziehen, jetzt, bzip. Vielleicht noch anschlagen und dann hochdrehen. Dass er dann gehakt ist. Das heißt, dem Hecht einfach erstmal noch die Chance lassen, sich umzudrehen, wegzugehen. Bremse wieder runterdrehen hier. Und dann wieder durchjiggen. Zack. Da, schon wieder. Hätte ich sogar noch lockerer machen können. Gerade beim Topwater-Angeln, ich weiß es, mir ist es gerade sofort wieder eingefallen. Ich weiß noch, wie es halt mit dem Hauptaccount war. Da war ich dann zu der Zeit am Ladoga, stand da ewig an der Schilfkante im Boot, hatte das so oft und was ich mich geärgert habe. Immer dieses Ausflutschen da einfach. Und da konnte man es einfach noch besser sehen. Jetzt ist es halt so weit weg, da hat man halt noch den Hecht gesehen. Einfach auch fürs Üben ab zum Koori. Ihr seht, wenn der Hecht ankommt, ihr seht, hier sieht man jetzt gerade nicht ins Wasser richtig rein. Das heißt deswegen am Koori vielleicht fürs Üben deutlich angenehmer, dass man sieht, wie kommt der Fisch, was macht er, wohin schwimmt er, wie bewegt er sich. Da einfach wirklich üben, 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 weil man halt so schön ins Wasser reingucken kann am Koori. Und dann seht ihr eben auch, was passiert. Was macht der Fisch denn? Warum flutscht das Ding ab? In der Regel steht er dann da irgendwie im Wasser, will sich umdrehen und dann flupp, reißt man halt wieder an der Rute, am Köder und der Köder ist halt wieder rausgerissen. Ne? Und ich habe tatsächlich hier gerade noch die, ja, ich habe auch noch die schlechten Haken dran. Katastrophe. Da ist natürlich auch die der Hakeffekt oder die Hakchance noch mal geringer. Ich hatte jetzt hier den Blast Hopper 9F004 verwendet. Hab hier auch zwischendurch einfach jetzt mal alles mitgenommen. Auch die ganzen kleinen hier alles mit reingenommen. Da war ein kleiner Döbel, ein Barsch mit dabei. Alles, wie gesagt, mitgenommen, was gerade gebissen hat. Ich habe einfach gedacht, komm, einfach mal zeigen, was so reingehen kann. Ich habe zwischendurch auch mal weiter in die Mitte reingeschmissen. Was ich mir gut vorstellen könnte, wäre auch hier mit einem 27,7er Fluorocarbon-Vorfach einfach mal reinzugehen. Ist mit Sicherheit auch spannend hier. Wenn ich demnächst mir die Zange gekauft habe und Vorfächer selbst herstelle, dann werde ich das hier auch testen. Einfach mal mit einem dicken Vorfach Fluorocarbon-Schnur hier durchziehen. Vielleicht geht hier sogar noch ein Rapfen rein oder sowas. Das wäre auch richtig geil.
Jetzt ist hier aber auch gerade wieder ein bisschen durch. Ja, und testen, testen, testen. Ich muss sagen, ich habe bisher noch nicht den Idealköder gefunden. Also so richtig zufrieden bin ich nicht. Die Hechte sind mir hier alle zu klein bisher gewesen. Ein paar maßige im Kilobereich. Das ist ja ganz nett, dass die wenigstens da maßig sind. Aber wenn Hecht angeln, dann sollten die gerne halt 2 Kilo plus sein. Irgendwo zwischen 2 und 7, das würde mir schon reichen. Aber so ist das halt nicht richtig ergiebig, ne? Aber das Gewässer ja, ist ja hier groß. Nächste Möglichkeit, wo man eben auch noch gut angeln kann auf Hecht, ist dann, wenn man hier einfach übersetzt, hier in diesem schilfigen Bereich. Hier ist ja alles Schilfkante. Hier einfach mal probieren. Natürlich hier oben, wenn man hier mit dem Boot hinfahren will. Hier ist auch alles komplett zugeschilft. Schöne Hecht-Area. Oder dann, wie gesagt, natürlich Kuori, alte Festung. Und so weiter. So, also Hechte gefangen, Döbel gefangen, was nicht alles gefangen. Ich werde demnächst hier fleißig rumtopwatern. Warum werde ich das Topwater verwenden? Weil es natürlich jetzt erstmal für mich neu ist, weil es die höchste Angelmethode ist, die ich gerade, nicht beim Grund, die ich gerade beim Spinning habe mit Topwatern. Das heißt, damit skill ich am schnellsten und weil ich Hechte fangen will. Und das macht halt richtig Bock mit Topwater. Deswegen demnächst ganz viel Topwatern. Wenn dir das Video geholfen hat, den Daumen da lassen, den Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Entweder hier auf YouTube oder auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags ab 21 Uhr wird da geangelt. Bis dahin, Petri.